Und auch wir wollen sprechen. Im Studio begrüße ich Professor Stefan Fröhlich von der Universität Erlangen-Nürnberg. Herzlich willkommen. Die erste Eilmeldung aus Osaka an diesem Abend lautet, die EU und der südamerikanische Staatenbund Mercosur wollen gemeinsam die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Wie wichtig ist das für Deutschland? Ja, es ist für Deutschland als Exportnation natürlich ganz besonders wichtig. Es ist für die EU insgesamt wichtig. Und es ist natürlich gerade am Rande eines solchen Gipfels ein ganz bedeutsames Signal, bei dem wir natürlich einerseits immer wieder hören, wie auch eben von der Kanzlerin, wir brauchen eine Reform der WTO und wir wollen den globalen Freihandel, dafür steht die WTO, stärken. Im gleichen oder bei gleichem Anlass, gleiche Gelegenheit, mit einer solchen bilateralen Vereinbarung dann eben aufzuwarten, von der ja viele sagen, dass das ein gefährlicher Trend und eine gefährliche Entwicklung ist für die globale Welthandelsrunde. Aber es ist nun mal nichts Neues. Die Europäische Union verhandelt mit verschiedenen Drittstaaten und Regionen seit einigen Jahren schon, so wie das andere Länder natürlich auch tun, solche Freihandelsabkommen. Insofern ist das ein sehr, sehr deutliches Signal, dass man bei aller Stärkung des globalen Welthandels auch sehr pragmatisch, so wie das ja eigentlich auch aus Washington permanent klingt, bilaterale Freihandelsabkommen, dort wo sich die Chancen und die Möglichkeiten ergeben, natürlich gleichsam stärkt. Und das ist mit Sicherheit, wenn man sich überlegt, was das, um was für einen Markt es sich hier handelt, von knapp 780, 50 bis 800 Millionen Menschen. Und da steckt viel Musik dahinter. Man darf gespannt sein. Die Arbeitsgruppen werden jetzt, die eigentliche Arbeit kommt ja erst dann auf einen zu bei einem solchen Abkommen, was vereinbart wird in den vor allen Dingen sehr sensitiven Bereichen wie unter anderem Landwirtschaft, der ja gerade aus lateinamerikanischer Sicht eben ein zentraler ist. Da bin ich gespannt, wie es in der Ausgestaltung am Ende aussehen wird. Aber das Signal ist ein sehr wichtiges für die Europäische Union. Die Kanzlerin hat uns ja eben bei ihrem Pressebriefing zu einer Art Weltreise mitgenommen, durch verschiedenste Staaten und von Begegnungen mit verschiedensten anderen Staatenlenkern erzählt. Was war Ihr Eindruck? Welches Thema ist ihr besonders wichtig? Ja, ich meine, man hat, glaube ich, sehr deutlich gesehen, dass sie erinnert hat, gerade im ersten Teil, daran, wofür eigentlich dieser G20-Gipfel ursprünglich steht, nämlich für die Frage Wirtschaft und Finanzen. Ist geboren worden aus der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-09, als sich die führenden Industrienationen nicht nur, sondern auch Schwellenländer, insbesondere natürlich China, darauf verständigt haben oder zusammengetan haben und überlegt haben, wie kommen wir aus dieser globalen Krise, die natürlich sich zunächst einmal auf Amerika, Europa erstreckte, aber die natürlich die ganze Welt erfasste, wie kommen wir da raus? Und der G20-Gipfel hat da im Übrigen sehr, sehr wichtige und entscheidende Signale gesetzt. Anders als wie bis dahin eben gewohnt der IWF, der normalerweise für solche Fragen zuständig wäre, gerade im Punkto Bankenregulierung, Finanzmarktregulierung etc., sind sehr, sehr wichtige Signale damals vom G20-Gipfel ausgegangen. Und die Kanzlerin hat eigentlich mit dem ersten Teil daran erinnert, worum es geht. Digitalisierung, Onlinehandel, die Frage nach der Besteuerung der digitalen Riesen und Giganten, insbesondere aus den USA. Das sind wichtige Themen und dann natürlich anschließend auch noch mal darauf hingewiesen, Handel. Dass andere Themen, sicherheitspolitische Themen, Konflikte von der Sahelzone angefangen bis Indien, Pakistan, wie wir gerade gehört haben, dass das auch am Rande eines solchen Gipfels eine Rolle spielt, ist keine Frage, ist aber mit Sicherheit nicht überzubewerten, ist, ich will nicht sagen, sekundär. Da sieht man im Übrigen, und hat man, glaube ich, auch herausgehört, dass in diesen Dingen die Ohnmacht der Europäer ungleich größer ist, denn da haben wir nicht sehr viel Verhandlungsmacht oder viel in die Waagschale zu legen. Ob das im Iran-Konflikt ist, man muss es realistisch sagen, die ganzen Anläufe der Europäer sind bis dato eigentlich laufen ins Leere, was die Sanktionierung anbelangt. Und das gilt natürlich auch für andere Problemzonen der Welt. Also das Hauptthema Handel, vor allen Dingen der globale Handel, die Auswirkung des Handelskonflikts zwischen China und den USA ist ganz zentral. Und daneben ist es natürlich das Klima. Und Iran, denke ich, wird auch das dritte große Thema am Rande dieses Gipfels. Wir sprechen gleich weiter. Professor Fröhlich, vielen Dank bis hierher.